Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, da jetzt das neue Pack Zusammenwachsen rausgekommen ist und die Welt noch so neu ist, wäre es doch ganz cool, wenn man mal in eine Familie reinschaut und eine vorgegebene EA-Familie aus diesem Pack spielt. Deswegen schauen wir mal, welche Familien es hier so gibt. Also einmal gibt es die Robles Ruano Familie. Wir können ja mal gucken, was über die Familie erzählt wird. Die Familie Robles Ruano ist ein wenig unkonventionell, aber konventionell ist ja auch total langweilig, nicht wahr? Bei ihnen dreht sich alles darum, sich selbst zu verwirklichen und um jeden Preis die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die Eltern hoffen, dass ihre besondere Lebenseinstellung auf ihre ein wenig anhängliche Tochter Thala abfärbt. Mit ein wenig Liebe wird Thala sicher zu einem selbstsicheren und kreativen Kind heranwachsen. Diese Familie habe ich einziehen lassen, weil ich das schon ein bisschen Probe gespielt habe. Hier oben wohnt Familie Robles. Ach, die sind scheinbar miteinander verwandt. Die Familie Robles ist in diesem Ort fest verwurzelt. Sie sind bereits seit Beginn des Fischhandels hier und führten viele Jahre ein erfolgreiches Unternehmen. Ignazio ist der Patriarch der Familie. Aber nur weil sie tief verwurzelt sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch konventionell wären. Sie kennen jeden und möchten an allem teilhaben, was die Gemeinschaft zu bieten hat. So verbringen sie beispielsweise viel Zeit am Kai oder organisieren große Familientreffen im Gilbert Park. Dann haben wir noch die Familie Mitchelson. Celeste und Christopher haben für das gleiche Startup-Unternehmen gearbeitet und sich dort kennengelernt. Sie waren ganz erstaunt, wie viel sie gemeinsam hatten, als sie zum ersten Mal zusammen Kaffee trinken gingen. Nach ihrer Hochzeit adoptierten sie Atlas und verwöhnten ihn von Kopf bis Fuß. Jetzt haben sie auch noch Orion adoptiert und arbeiten hart daran, zwei Kinder zu solchen Nerds zu machen, wie sie es selber sind. Die Familie klingt schon sehr interessant, das finde ich cool. Dann haben wir noch eine Familie, Luna Sullivan. Die Familie Luna Sullivan ist ein wenig speziell. Camines Vater ist bei einem tragischen Kochunfall ums Leben gekommen und ihre Mutter brauchte Hilfe. Also ist Oma Eleanor eingezogen, um sie zu unterstützen. Allerdings ist Oma genauso seltsam wie Carmine? Oh, ich weiß nicht. Gut, ich muss sagen, von den ganzen Familien finde ich echt diese hier am interessantesten. Die haben auch ein ziemlich cooles Haus. Wir schauen mal, was es noch hier so gibt. Es gibt ja die drei Orte. Und hier gibt es noch ein leeres Grundstück, beziehungsweise ein Haus, wo keiner wohnt. Und hier gibt es noch ein Mietobjekt. Da kann man also auch Urlaub machen. Und eine Bibliothek. Und natürlich das Erholungszentrum. Ich würde sagen, wir gucken uns Familie Mitchelson dann einmal an und spielen einfach ein bisschen mit ihr, bis wir keine Lust mehr haben. Okay, wir kommen hier gleich in ein schönes Gewitter rein. Das ist ja super. Meilenstein erreicht. Gut, von der Familie wissen wir jetzt also, dass die beiden Kinder adoptiert sind. Ich weiß nicht, wieso der kleine Orion eine Brille aufhat in dem Alter schon. Gibt es Säuglinge mit Brille? Gut. Die Eltern lassen ihr Kind einfach mal draußen liegen. Was würde das Jugendamt dazu sagen, Leute? Holt schnell euer Kind rein, bitte. So, schauen wir uns mal die Hütte an. Hier hingehen, bitte, mit dem Kind. Okay, Mami kommt auch wieder raus. Da, guck mal, da ist direkt neben euch der Blitz eingeschlagen. Also geht rein. Okay, die Hütte sieht eigentlich echt gemütlich aus, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut mit dem, ja, hellen, mit den hellen Tönen. Und den mintfarbenen Wänden und so. Die Küche. Wow. Also, für ein EA-Haus finde ich das doch mal sehr hübsch. Sehr hübsch eingerichtet. Hier ist eine Bar mit Fernseher. Wow. Finde ich cool. Hinten haben sie noch einen Garten und ein wahres Paradies für die Kinder. Bei gutem Wetter könnte man hier auch schön sitzen. Die haben auch dieses Baumhaus. Also, was man zu einem Baumhaus dann machen kann. Und hier oben sind bestimmt auch die Kinderzimmer. Hier haben sie ein Schlafzimmer mit Durchgang. Das finde ich ja auch cool, damit die beiden auch arbeiten können. Wir gucken uns gleich auch nochmal die Jobs an von den beiden. Okay, wie heißt du nochmal? Celeste hat jetzt den kleinen Orion ins Bett gebracht. Was hat er denn gerade für Bedürfnisse? Okay, ihm geht es eigentlich ganz gut. Von daher könnte er eigentlich auch draußen, also außerhalb des Bettes spielen, aber gut. Dann schauen wir uns mal hier an. Celeste hat als Wunsch große, glückliche Familie, hat als Job ein Startup-Genie. Das ist die, was ist denn das, die Programmier? Ja, das ist die Programmierkarriere. Das heißt, er hat das Gleiche, ja? Die sind in der gleichen Karriere, finde ich total süß. Er ist Level 9 und sie ist Level 10 schon. Wow.
Also eine EA-Familie, die schon sehr, sehr gute Jobs haben. Das heißt, sie müssen ja auch Fähigkeiten haben. Haben ja doch Charisma 6, Programmieren 9 und Videospiele 1. Also wahrscheinlich alles das, was sie für die Karriere brauchen. Wobei ich meine, dass man als Tagesaufgabe auch Videospielen oft dabei hat. Also haben sie die Tagesaufgaben wohl nicht oft erfüllt. Malerei hat er noch dazu. Also er scheint gerne in der Freizeit zu malen, Programmieren und Charisma. Er hat als Bestreben Nerdhirn. Dieser Sim möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Okay, und wie kommt er dann dazu zu malen? Er braucht es scheinbar als Ausgleich. Was ich interessant finde, er hat eine Narbe hier oben oder ein Mal irgendwie. Oh, und sie ist irgendwie... Bist du paranoid? Wir haben uns noch gar nicht angeguckt, was ihr für Merkmale habt. Okay, sie ist ehrgeizig, selbstsicher und fröhlich. Häuslich hat sie durch ihr Bestreben. Also alles sehr starke Merkmale. Und Christopher ist ein Geek. Ach, hier haben wir Kunstliebhaber, deswegen malt er gerne. Schneller Lerner durch sein Bestreben und familienbewusst ist er. Also kann es sein, dass die Idee, Kinder zu adoptieren, von ihm kam. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir was für eure Karriere jetzt tun können. Er braucht die Programmierfähigkeit auf Level 10 und sie braucht einfach gar nichts mehr. Sie muss einfach nur gut arbeiten. Ist interessant, ne, dass sie so reingehauen hat und Level 10 schon in der Karriere ist, als Bestreben aber eine große, glückliche Familie möchte. Also das beißt sich ein bisschen, beziehungsweise ist halt schwer zu erreichen. Sie ist schon sehr eher eine Karrierefrau. Ich würde aber sagen, du holst mal den kleinen Orion jetzt mal raus, weil der muss jetzt nicht im Bett liegen. Dem geht's eigentlich ganz gut. Leg den doch mal hier ab. Hallo. Hier absetzen. Hallo. Okay, sie ist etwas verwirrt. Jetzt muss er auf dem Boden liegen. Kannst du jetzt was mit ihm machen? Kuckuck spielen. Orion, was hast du denn... Was hast du denn für Merkmale? Er ist zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlafen- und Konzentrationsprobleme. Oh, wie süß. Da kommt Atlas an und drückt mal seine Mutter. Kannst du ein bisschen mit ihm hier... Kannst du ihn unterhalten? Das ist ja schön. Du möchtest gerne einen Wettkampf gewinnen. Oh, Orion. Vor allem, du kannst auch nichts machen, ne? Herumtollen. Outfit gewechselt bekommen, Windel benutzen. Was ist denn herumtollen? Kannst du dich schon auf den Bauch drehen? Das Ding ist... Was machst du? Du spielst etwas. Wie wär's denn, wenn du gleich ein bisschen programmierst, anstatt zu spielen? Guck mal, zocken mag er schon mal gar nicht. Das ist ja krass. Ich meine, das ist für seine Karriere eigentlich etwas wichtig. Weinender Säugling. Ja, was hast du jetzt mit dem Säugling gemacht? Ich hätte doch gerne, dass du ihn mal hier absetzt. Ach, sie spielt jetzt mit ihm. Okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass die ein schwieriges Verhältnis untereinander haben. Die Kinder. Ach nein, er macht in die Windel. Okay. Das heißt, du könntest ihn mal wickeln. Hier. Windel wechseln. So, da wir jetzt keine wichtigen Aufgaben haben, würde ich sagen, kann sie ihrem Atlas auch gleich mal vorlesen. Das ist ja ein Wunsch, den sie hat. Guck mal, ist echt hübsch eingerichtet, ne? Mit verschiedenfarbigen Wänden und so und Wandtattoos. Echt nicht schlecht, muss ich sagen. So, kannst du den jetzt mal hier absetzen? Nee, jetzt geht er ins Bett. Okay. Naja, du als Mama weißt schon, was das Beste für das Kind ist. Enthüllte Marotte hasst es, gehalten zu werden. Orion mag es nicht, gehalten zu werden. Vor allem von Sims, die keine Betreuungspersonen sind. Säuglinge mit der Marotte hasst es, gehalten zu werden, sind häufiger unglücklich, wenn sie hochgenommen werden und glücklich, wieder abgesetzt zu werden. Okay, hier ist ein Bücherregal. Schauen wir mal, ob wir Kinderbücher dabei haben. Natürlich nicht, da müssen wir erstmal welche kaufen. Schlaf gut, Mond. So, dann... Lies doch mal lebendiges Spielzeug. Ist das Toy Story? Kind vorlesen. Lesen wir Atlas mal vor. Und hier können wir sehen, dass sie ein gutes Verhältnis, also zusammen haben, miteinander haben, dass sie sich doch ganz gut verstehen, die beiden. So, Orion ist jetzt im Bett. Und der Kleine ist total verspielt. Wie siehst du jetzt aus? Du hast jetzt keine Brille mehr auf. Und weinst? Nein, jetzt bist du wieder glücklich. Was hat er denn hier alles? Zeit zu zappeln? Orion ist ganz zappelig. Oh,
Orion ist ein Mädchen und ich sage die ganze Zeit er. Gut, das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen, alles klar. Juhu, ich bin auf dem Boden. Zappel, zappel, zappel. Orion genießt es, sich frei bewegen zu können und ist jetzt außer Rand und Band. Frischer Po und Liebesbeweise, weil Zuwendung erhalten hat. Ja, wie süß. Du bist also ein kleines Mädchen, wie niedlich. Und jetzt schläfst du? Oh, und ihr lest hier schon miteinander. Das ist ja auch süß. Okay, das war's schon. Das Buch ist vorbei. Und Papi kann jetzt eigentlich auch mal runterkommen. Papi, was möchtest du denn machen? 3 Bücher zu Ende lesen. Gut, wenn du lesen möchtest, dann lies etwas. Er möchte unbedingt bei Mama bleiben und um Rat bitten. Ja, wieso gehst du denn auch einfach ins Bad rein, wenn sie pullern ist? Jetzt ist der Rat auch verflogen. Hast du denn ein Fahrrad? Gut, bei dem Gewitter wollen wir natürlich auch nicht Fahrrad fahren, aber was kannst du denn noch machen? Wo ist dein Zimmer? Hier ist dein Zimmer. Was hast du denn hier alles? Du hast auch schon einen Computer. Es gibt hier 3 PCs in diesem Haus. Du kannst ja einfach mal etwas zeichnen. Was sind denn überhaupt was ist dein Bestreben und deine Fähigkeiten? Das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Er ist Spielführer, trotziger Stampfer, verspielt auf einer Wasserspielmatte stampfen. Und Level 3 der Motorikfähigkeit erreichen. Da könnte er ja hier ein bisschen Tippen üben dann. Und seine Fähigkeiten sind Kreativität, was er wahrscheinlich jetzt gerade erst erlernt hat. Sozial hat er, glaube ich, auch jetzt erst erlernt. Grundlagen und Fähigkeiten. Ist das jetzt hier irgendwie neu sortiert? Stricken, na das ist ja interessant. Stricken, Videospiele und Charisma. Also er scheint schon auch gerne zu zocken. Und ja, dass Orion zappelig ist, haben wir ja schon gesehen, hast es gehalten zu werden. Und ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht. Atlas, hast du noch irgendwelche? Achso, Atlas ist ein Hitzkopf und hat eine neutrale Selbstsicherheit und noch keine Meilensteine erreicht. So, sie liebt Videospiele, sie zockt total gerne. Kannst du noch was für die Arbeit tun? Nee, das hatte ich schon geschaut, ne? Außer ein bisschen programmieren, um die Tagesaufgabe zu erfüllen. Machen wir das doch mal, du kannst mal ein Videospiel programmieren und da auch noch Ruhm bekommen. Vielleicht hilft dir das dann ein bisschen weiter im Geschäft. Und Atlas hat ein Bild gemalt, wie süß. Guck mal. Ja, Atlas ist ein Hitzkopf. Solche Sims sind oft wütend, meist zum Leidwesen der sie umgebenden Sims. Wir schauen uns mal hier die Beziehungen an. Also die sind auf jeden Fall alle kompatibel. Mit Orion hat er jetzt noch kein Kompatibilitätszeichen. Ja, mit Orion hat er noch nicht so eine gute Beziehung. Aber vielleicht geht das auch noch gar nicht, weil sie hat das auch noch nicht. Sie hat aber eine gute Beziehung oder ist sehr kompatibel mit Christopher und mit Atlas. Was können wir dir noch Gutes tun? Du gehst jetzt zu deiner Frau. Und quatscht ein bisschen. Ich würde sagen, ihr müsst auch mal langsam ins Bett. Nicht, dass ihr sonst morgen früh total kaputt seid. Man müsste dann anfangen um 10 Uhr. Beide müssen um 10 Uhr arbeiten. Dann müssen die Kinder auf jeden Fall in die Betreuung. Oh, wie süß. Er betrachtet Orion. Ich finde den Namen total gewöhnungsbedürftig. Orion hat ein bisschen Hunger. Kannst du sie füttern? Flasche, ja, wir können ja sie gar nicht an die Brust nehmen. Das ist ja gar nicht möglich. Ach, ist das süß, wie sie die Säuglinge jetzt gemacht haben. Oh, was ist? Du hast Hunger, ne? Papi kommt schon. Du kriegst jetzt ein Fläschchen. Genau. Wie süß. Papi kümmert sich. Ach, wie süß. Oh, wie niedlich. Christopher hat vielleicht gerade den süßesten Säugling der Welt gesehen. Wach und glücklich. Orion ist glücklich aufgewacht. Zeit zu zappeln. Orion geht's auch ziemlich gut, also vielleicht kann er sie wieder... Oh, die machen ein Bäuerchen. Ist das süß. Setz doch Orion mal bitte hier ab. Ich möchte, dass ihr dann so ein bisschen die Bauchzeit macht, dass Orion einfach lernt, sich auch zu drehen und so. Freundliche Aktivitäten zusammen Bauchzeit verbringen. Und dann müsst ihr gleich ins Bett. Marotte enthüllt beim Mampfen pieseln. Orion pieselt häufig, wenn sie gefüttert wird. Säuglinge mit der Marotte beim Mampfen pieseln machen beim Füttern öfter in die Windel. Wow. Toll, Orion. Yay. Ich finde es cool, hier mal reinzuschauen, weil ich in meinen
meinem Let's Play gerade nicht so die Möglichkeit hat, mit Säuglingen zu spielen, Meilenstein Kopfheben freigeschaltet. Was war das denn gerade? Orion hat zum ersten Mal den Kopf gehoben. Es ist so viel zu sehen. Wähle für Betreuungspersonen die Option zusammen Bauchzeit verbringen, um neue Meilensteine freizuschalten, die Orion helfen werden, die Welt auf mehr Arten und Weisen zu sehen, als sie es sich vorstellen kann. Och, ist das süß, ey. Erzählst du es jetzt, Celeste? Ey, unsere Tochter hat gerade den Kopf gehoben. Ist das nicht toll? Ich glaube, du hast auch genug jetzt programmiert, oder? Guck mal, die haben tatsächlich die Romantikleiste voll, aber die Freundschaftsleiste ist gar nicht so voll. Das heißt, ja, wahrscheinlich beruht ihre Beziehung eher auf körperlichen Aktivitäten. Dann werden wir ihnen mal helfen. Körperliche Nähe. Techtelmechtel. Und dann geht ihr schlafen. Ein Kind haben. Du hast doch ein Kind. Und auf der Arbeit fleißig sein. So, Atlas, du solltest dann auch ins Bett gehen, bitte. Vielleicht noch vorher mal pieseln. Und dann ab ins Bett. Celeste kennt jetzt die Techtelmechtel-Interessen. Gut, die haben jetzt ein bisschen Sport. Celeste, was hat sie denn auf dem Kopf, wenn sie ins Bett geht, ey? Meilenstein Hand nach etwas Ausstrecken freigeschaltet. Was ist denn das? Orion hat begonnen, ihre kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken. Da sie jetzt um Spielsachen bitten und mit Spielzeug auf der Spielmatte spielen kann, kann sie den geschickten Einsatz ihrer Finger perfektionieren. Ja, Orion, du machst aber schnell Fortschritte, ha? Huh? Kleine Maus, ich möchte dich ein bisschen beobachten. Vielleicht können wir sehen, wie du nach etwas greifst. Sie ist auf jeden Fall voll glücklich, hier einfach zu liegen. Oh nein, sie kommt nicht ran. Wie süß. Kleine Maus. Hachi! Wie habt ihr das gesehen? Hat sie erstmal genießt. Also ein bisschen unglücklich sieht sie auch aus. Alter, ich dachte gerade, was ist das denn? Das waren ihre Hausschuhe. Ja, die mag es nicht hochgenommen zu werden, ne? Was brauchst denn du? Ja, vielleicht ein bisschen Schlaf, oder? Vielleicht könntest du sie mal ins Bett legen. In den Schlaf legen. Gute Nacht, kleine Orion. Schlaf gut. Mami geht jetzt auch schlafen. Wo ist denn Papi? Papi. Papi geht erstmal was grillen. Geh schlafen, Papi. Alle Lichter aus im Hause Mitchelson. Und wir sagen auch für heute gute Nacht. Orion spielt hier noch ein bisschen. Kleine. Oh. Oh, oh. Sie ist nicht glücklich. Sie ist nicht glücklich. Aber egal, darum kümmern wir uns eventuell beim nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, hier weiter zu spielen, lasst es mich gerne wissen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.